Moin Leute, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Ich wollte eigentlich nur mal ein kleines Lebenszeichen geben, weil doch ein paar Leute gefragt hatten, wie es geht und auch mit der die Meinung hatten, dass man sich doch dann mal testen lassen müsste, sollte eventuell, um andere zu schützen, beziehungsweise die Familie. Dazu kann ich aber sagen, ich bin jetzt seit genau einer Woche krank. Also seit letzten Sonntag. Und ich bin auch die ganze Zeit allein zu Hause und werde hier von außen versorgt, also wie so eine eigenständige Quarantäne sozusagen. Ach übrigens, was ihr hier seht, ist meine Medizin. Ein wunderbarer Kamillentee mit, kommt gleich noch Honig rein. Weil ansonsten kriege ich das Zeug nicht hinter. Trinke ich sonst normalerweise nicht Kamillentee, aber es hat ja so eine antibakterielle Wirkung, glaube ich. Was aber dann wieder durch den Tee oder beziehungsweise den Zucker, den man reinmachen könnte, ja gemindert wird. Aber das ist mir in dem Hoppla. Ich denke, ich tue was Gutes. Aus meiner Mimimi-Tasse. Hier, Leute, könnt ihr das sehen? Und hier ist mein selbstgemachter Zwiebelhustensaft, den werden wir gleich noch nehmen. Hier, so sieht es aus. Er ist jetzt 2 Tage gereift. Ja, wie gesagt, ich bin allein zu Hause, ich kann niemanden anstecken. Es kann sich niemand bei mir anstecken, wenn es denn so wäre. Und wie gesagt, ich möchte mich auch nicht testen lassen, aufgrund der Tatsache, dass das bei uns nur in einer großen Ambulanz gemacht wird, wo man dann ewig Stunden warten muss und nee, und wenn es dann wirklich nicht so ist und du bist schon vorbelastet und so, dann will ich da auch nicht auf Leute treffen, die das eventuell haben. Von daher, es war eine Überlegung wert gewesen, aber nee. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, wenn es dann wirklich eine normale Erkältung bloß ist, weil es mir ist jetzt in der Woche, ist der Husten nicht besser und nicht schlechter geworden. Ich lehne mich mal hier auf, jetzt scheißegal, ob man die Ärmel hier sieht. Es ist nicht besser und nicht schlechter geworden und ich kriege normal Luft. Außer jetzt beim Husten direkt, ne? Das ist immer so eine Sache, kennt ihr hier den Slimer von, die Älteren kennen das noch, den Slimer von Ghostbusters. Ich glaube, der ist bei mir irgendwie Mietnomade oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, der wohnt in meinem Hals. Also ist nicht mehr schön, was da drinnen passiert. Aber dennoch habe ich dann wahrscheinlich, wenn es nur normal Erkältung ist, gegen meine eigenen Grundprinzipien verstoßen, was ich damals meinen Kindern eingebläut habe, ne, habe ich in letzter Zeit wirklich auch nicht so beachtet. Weil ich habe denen immer eingebläut, was wir im Kindergarten schon gelernt haben. Oh, du musst wenigstens entspannt eine halbe Stunde am Tag dich draußen bewegen, ne, dass du frei atmen kannst. Ich nehme mal hier in der Zwischenzeit einen Löffel von dem Zwiebelsaft, dass du frei atmen kannst. Ah, lecker. Ich mag das Zeug wirklich. Auch wenn man stinkt wie wir sagen Huperts hier. Oh, schön gekleckert. Auch wenn man stinkt wie Huberts. Aber ich mag das Zeug wirklich gern. Jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen verwirrt. Ach ja, dass man sich doch wenigstens am Tag eine halbe Stunde an die frische Luft aufhalten soll.
entspannt. Nicht mit Hetze oder hier einkaufen oder vielleicht sogar drei Raucherpausen zusammenzählen. Das ist ganz wichtig, sonst wird man krank. Ne? Und das stimmt meiner Meinung nach wirklich. Also jetzt gibt es viele, die den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und bloß mal das Fenster auf Kipp machen und sagen, nein, ich bin nicht krank. Aber der Zeitpunkt wird irgendwann mal kommen, wo das wirklich eintrifft. Ne? Dass das... Und dann sagte hier, der dicke Mann, der hatte recht. Vielleicht lag es wirklich daran. Ja, und ansonsten geht es mir aber wie gesagt, bis auf den beschissenen Husten und den, der ihn fast wirklich umbringt, weil der so kommt so plötzlich und ist dann auch ewig nicht wegzukriegen. Da hustest du so 5 Minuten am Stück und dann ist wieder eine halbe Stunde Pause. Und das ist keine Ahnung, was ich davon halten soll. Aber wie gesagt, ansonsten geht es mir gut, dementsprechend. Und ich hoffe auch, dass ich, habe ich versucht, ein Video zu machen, weil wie gesagt, Mittwoch und Wochenende ist ja mal Videotag, Freitag oder Samstag. Ich habe ein Video gemacht von einer Sache, die ich wirklich gut kann eigentlich, ist in die Hose gegangen. Ergebnis nicht befriedigend und sowas lade ich dann auch nicht hoch. Also, und dann habe ich noch eine andere Sache probiert, weil essen muss ich ja sowieso in der Zeit, obwohl das mächtig kratze malt, ist auch in die Hose gegangen. Und da habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht und machst auch keinen neuen Versuch mehr. Du sagst Bescheid, was los ist. Und dann setzt du dich nächste Woche wieder ran, dass ich was Ordentliches zusammenkriege. Und dann, glaube ich, hat das auch ein bisschen mehr Wert als dieses, wie sagt man so schön, gewollt und nicht gekonnt, ne? Obwohl, kann, tue ich es ja, aber war halt eben alles irgendwie ein bisschen Mist gewesen. Ja, das soll es doch soweit erstmal gewesen sein. Seht mir ein bisschen nach, wenn ich zurzeit nicht so auf eure Kanäle komme. Ich bin dann sicherlich, also hundertprozentig, dann wieder ab nächste Woche mit dabei. Und werde sicherlich ein bisschen was verpasst haben. Das werde ich nicht alles aufarbeiten können, aber die neuen Sachen werde ich mir dann hundertprozentig ansehen. Wenn ich es nicht übersehe. Ihr könnt auch gerne auf meinen Kanal kommen und sagen, hier, ja, hast bestimmt ein Video bei mir verpasst mal, dann bin ich gerne dazu bereit, das zu gucken. Das ist nicht das Problem, weil ich habe momentan irgendwie ein bisschen den Überblick verloren. Was die Sache nicht unbedingt besser macht. Ne? Ich will das jetzt nicht hier schönreden oder mich entschuldigen dafür, sondern einfach nur als Info für euch, dass ich nicht, ihr wisst schon. So, ich werde mir jetzt diesen furchtbar leckeren Kamillentee gönnen. Wünsche euch einen gesunden Sonntag, einen gesunden, keimfreien Sonntag und hoffe, ihr bleibt gesund. Ja, das sollte im Großen und Ganzen gewesen sein. Ja, ich wollte mich nur kurz melden, aber jetzt habe ich wieder gesabbelt. Sorry. okay, Leute, haut rein. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye-bye.